Ja, da hinten unsere Aussicht. Wir sind gerade angekommen, haben hier unser neues, kleines, nettes Häuschen bezogen. Ich mache doch gleich mal einen Rundgang, denn es ist ein bisschen größer als jetzt das vorgestern. Oder vorgestern? Vorvorgestern. Ja, da gibt es zwei Betten. Ein bisschen wie im Mittelalter, aber schön. Weil dieses Netzding da hatten wir vorgestern schon. Braucht es fast, weil wegen den Viecher hier. Die stechen gerne mal zu. Und ich finde, die Hotels bei uns, die können sich eine Scheibe abschneiden, weil da kann man wenigstens mal das Gepäck wirklich ausbreiten. Und bei uns muss man immer alles irgendwie auf dem Bett oder auf dem Sofa und in die Kästen irgendwie, ja, wie auch immer. Aber schön, schöner Ausblick da auf die nach draußen, in die Natur. Ja, da gibt es eigentlich alles. Es gibt Warmwasser, es gibt Kaltwasser, es gibt gratis Internet sogar. Dann Dusche, was ganz Heikles. Die meisten Ladies gesagt haben, oh, da kannst du, weißt du, gehst nach Tansania, kannst du nirgends duschen, nicht aufs WC. Also hier, wie ihr seht, Toilette ganz normal, wie bei uns auch. Und hier hinter den Büschen, nee, hier gibt es Dusche, riesengroß. Ja, und ja, es gibt auch Warmwasser, es gibt nicht nur Kaltwasser. Und es ist von draußen, kann euch das mal zeigen, wie die das Wasser aufbereiten. Denn hier sieht man es sehr, sehr gut. Die machen das mit Solarenergie. Da wird das Wasser für uns erwärmt. Ja, schön, oder? Jetzt gehen wir... Wir haben jetzt Mittag und heute Nachmittag gehen wir noch ein bisschen am Pool. Es gibt eine schöne Poolanlage. Gehen wir dort ein bisschen baden. Ja, heute Nachmittag ist eher mal so ein bisschen entspannen angesagt. Gestern hatten wir jetzt Vollprogramm mit Safari-Tour durch die versteinerte Landschaft. Es war aber sehr, sehr schön und heute Nachmittag wirklich eher mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen baden vielleicht, noch in die Massage oder ja, mal schauen. Ja, dann, es war übrigens unser Fahrer dort. Und alles, was die hier brauchen für da vorne für das Restaurant, wird hier selber angepflanzt. Das finde ich noch ein ziemlich gutes System. So, wir trinken Serengeti-Bier. Es gibt Kilimanjaro, Safari und Serengeti-Bier. Und Serengeti-Bier finde ich persönlich das Beste. Ist ein bisschen süßlich. Und ja, ich liebe das Bier. Wirklich, ich finde das echt gut. Und jetzt kommt irgendeine Tanzgruppe und macht Musik, oder? Sind wir mal gespannt. Okay.
richtig romantisch. Man kann sich hier in jeder Lodge ein Feuer bestellen, beziehungsweise man kann fragen, ob die einem ein Feuer machen können in der Lodge. Und dann kommen die vorbei und machen ein Feuer und man gibt denen einfach ein Trinkgeld. Aber ich finde das noch richtig cool. Nachts kann es schon ganz schön kalt werden. Und ja, mal schauen, vielleicht gibt das ein bisschen Wärme dann für die Nacht. Wie ihr ja seht, schlafen wir da wie im Mittelalter in diesen Kästen da. Aber es ist praktisch wegen den Moskitos. Ja, richtig romantisch. Schön. Tag 4 von 8, also wir haben jetzt die Hälfte rum von unserer Safari-Tour und Zeit für eine erste Bilanz. Also es ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, was man hier so erlebt und es öffnet einem auch die Augen. Ich kann es jedem nur empfehlen, mal hier hinzukommen, um sich das live mal anzuschauen. Ja, im Allgemeinen ist es hier sehr friedlich und die Leute sind extrem nett. Sie sind sehr gastfreundlich und schauen sehr gut auf uns Touristen. Die Fahrer vor allem, die geben sich sehr, sehr viel Mühe, denn sie wollen ja bestimmt auch ein gutes Trinkgeld am Schluss. Aber auch sonst muss man sagen, in den ganzen Restaurants und Hotels sind die Leute sehr, 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 sehr gastfreundlich. Da könnte sich die Schweiz eine große Scheibe abschneiden davon. Ja, im Allgemeinen muss man sehr, sehr früh aufstehen. Meistens um 5 oder 6 Uhr muss man aufstehen. Und, aber das spielt keine Rolle, denn man bekommt sehr viel Natur hier zu sehen. Sehr viele Tiere geht man anschauen. Und es ist ein bisschen wie ein Suchspiel. Also man fährt hier mit den Jeeps durch die Gegend und filmt, fotografiert und schaut den Tieren zu, wie die hier leben mit dem Fernglas. Und ja, ist eigentlich wirklich sehr, sehr interessant. Muss man wirklich mal live gesehen haben. Das Zebra lässt zum Beispiel das Gnu bei einer Flussüberquerung vor, damit zuerst das Gnu den Fluss überquert, weil wenn das Gnu dann gefressen wird vom Krokodil, dann nimmt das Zebra einen anderen Weg. Ja, eigentlich ganz clever. Thank you.
wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, woher die Zahnstocher kommen, ich habe die Lösung. Das ist aus Afrika. Hier. Ja. Das ist ein Zahnstocher. Ein Lavastein. Wir sind ja hier im Krater. Da gab es ja vor Millionen von Jahren. 3 Millionen? Zwei bis drei Millionen. Gab es einen riesigen Vulkan hier. Dann gab es Wuff. Haben wir ein bisschen Angst? Ja. Andreas ist ein bisschen mulmig hier, weil hier geht es irgendwie 600 Meter bergab. Und Andreas...